Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, das zweite Projekt aus der Dreier-Kombo, die ich euch im neuen Format diese Woche vorstelle, ist auch eine Karte natürlich. Das werden drei Karten in der Dreier-Kombo. Das ist eine quadratische Karte in der Größe 4 1/8 × 4 1/8. Wieder mit dem tollen Set Will Walross Be Friends. Und wie ich die gemacht habe und was ich benutzt habe, zeige ich euch gleich. Für diese Karte braucht ihr wirklich nur ein ganz kleines bisschen an Material. Ihr braucht eine Kartenbasis, ihr braucht eine Mattung, ihr braucht ein bisschen DSP, ihr braucht für das Fähnchen, ich habe mich an das DSP gehalten, das ist in Babyblau, ein Stückchen Farbkarton und ihr braucht für den Spruch ein Stückchen Farbkarton und ich habe noch von den Accessoires dieses Mal einen Anker genommen. Ganz kurz gezeigt, womit ich arbeite. Einmal das grundsätzliche Stempelset habe ich gestern schon mitgearbeitet und euch gezeigt. Den Spruch Chill mal wieder, weil ich finde, das passt zu diesem liegenden Walross so schön, habe ich aus dem Stempelset Mann um Mann. Ich habe anfangs gedacht, ich brauche das nicht, weil ich mache keine Vatertagskarten mehr. Aber ich muss sagen, da sind echt tolle Sprüche drin, die man auch so wunderbar nehmen kann, unabhängig vom Vatertag. Und deswegen habe ich es mir nämlich doch bestellt. Und ich habe wieder für die Mattung den Prägefolder, den 3D-Prägefolder Stürmische See benutzt und die Accessoires Ahoi. Die bestehen aus zwei unterschiedlichen Motiven, nämlich einmal ein Anker und einmal ein Steuerrad. Bei der Karte habe ich das Steuerrad benutzt, jetzt benutze ich den Anker. Ich muss einmal kolorieren, das habe ich schon vorgestempelt. Da nehme ich euch zwar mit, aber lasst das wieder schnell durchlaufen. Und das machen wir mal eben als erstes. Beziehungsweise ich sage euch noch mal eben ganz kurz, wo die Sachen zu finden sind im Katalog. Das ist dann etwas einfacher. Will Rail... Da breche ich mir jedes Mal die Zunge dran. Will Walross Be Friends ist im Jahreshauptkatalog zu finden auf der Seite 81. Dann haben wir das Stempelset Mann um Mann auf der Seite 147. Ich benutze jede Menge Blends in dieser Dreier-Kombo, die findet ihr auf der Seite 179. Und zu guter Letzt den 3D-Prägefolder Stürmische See auf der Seite 198. So, haben wir erledigt. Und ich koloriere den Burschen jetzt mal eben. Und zwar nehme ich auch wieder, weil ich finde, das ist ein schöner Kontrast zu dem Blau, Savanne in dunkel und hell. Und einmal den schwarzen, um die Nase so ein bisschen rauszuholen. Ich lege mal los und nehme euch mit. Fertig. Den stanze ich aus mit der 2-Inch Kreisstanze. Entschuldigung. Schön mittig. Fertig. So, und jetzt bauen wir das Kärtchen auch schon ratzfatz zusammen. Was ich vorhin vergessen habe, meine Homepage. www.die-papiertante-nf.de. Dort findet ihr alle Maße der Basiskarte, der Mattung, der kleinen Fähnchen und so weiter. Ihr könnt hier auch auf die Infokarte gehen. Die macht ihr einfach auf, klickt drauf, kommt direkt auf das Projekt, könnt euch eben einmal die Maße raussuchen, schneidet euch das Papier zurecht und dann könnt ihr mit mir weiter basteln. Also, auf der Homepage zeige ich dann auch immer noch, welche Produkte ich verwendet habe. Das ist immer etwas einfacher, wenn man es nachlesen möchte. Basiskarte.
Die Mattung, die geprägte Mattung, hole ich ein bisschen an mich ran. Und zwar klebe ich die nicht glatt auf, sondern mit Dimensionals. Achtet bitte darauf, dass ihr die Dimensionals nicht zu sehr an den Rand bringt. Das sieht ein bisschen unschön aus, wenn man die Karte so ein bisschen kippt. Irgendwie ein halber Zentimeter Abstand zum Rand reicht da völlig aus. Falls sich jemand fragt, warum ich das hier jetzt gerade mache, wenn ich einmal mit dem Fingernagel über die Dimension-Folie hinten gehe, dann biegt die sich sofort hoch und ich muss da nicht dran rumknibbeln. So, einmal richtig rum. Und die habe ich relativ eng gemessen, weil ich wollte nur einen kleinen Rand. Das kommt jetzt wahrscheinlich im Video nicht so richtig gut hoch, aber wenn man die in Händen hält, dann kommt einem das tatsächlich so ein kleines bisschen entgegen durch diese paar Dimensionals. Ich lasse die Karte mal glatt. Jetzt kommt das Designpapier, das klebe ich glatt. Mit Tombow auf. Viel in die Ecke gekriegt. So, und ich suche mir jetzt hier oben den Punkt, wo ich hier, hier und an der Seite, also an allen drei Seiten, ungefähr den gleichen Abstand hinbekomme. Wenn ihr das nicht so mit dem Augenmaß habt, gar kein Problem, messt es euch ab. In der Regel kann ich euch aber sagen, euer Auge ist so genau und so scharf, außer ihr tragt eine starke Brille oder habt ein Problem mit den Augen, ganz klar. Aber normalerweise ist euer Auge so scharf, das kann das einstellen. Ich mache mir ein Fähnchen, schneide hier wieder einmal ein, von einer Ecke zur Schnitthöhe, von der anderen Ecke zur Schnitthöhe. Und das gleiche drüben auch nochmal, ungefähr mittig, von der einen Ecke. Ups, da bin ich nicht weit genug gegangen. Zack. Und von der anderen Ecke. Dafür übrigens liebe ich die Papierschneidescheren von Stampin' Up. Die schneiden bis wirklich ganz oben in die Spitze. Das ist. Ich habe noch nie eine bessere Schere in der Hand gehabt. Und ich trauere jedes Mal drum, dass es, ich brauche sie nie wieder. Ich habe sie mir damals einmal gekauft, die große Schere von Stampin' Up. Die habe ich jetzt seit etwas über vier Jahren. Die ist immer noch genauso scharf wie am ersten Tag und auch die schneidet bis nach oben. Ich hoffe immer noch darauf, dass Stampin' Up! Die irgendwann mal wieder ins Programm nimmt, aber sieht schlecht aus. Wäre aber schön. So, das setze ich mir hier jetzt schön mittig ran. Das hat die gleiche Breite wie das Designpapier und deswegen kann ich mir das hier auch schön anordnen. So. Jetzt kommt hier drauf auch nochmal Dimensionals. Das ist ein recht großer Kreis. Ich nehme mal lieber drei. Ich denke, zwei würden reichen. Aber bei drei kippelt es halt nicht. Und das finde ich deutlich angenehmer. So, den setze ich mir hier schön mittig rauf. So, der Anker. Da bringe ich hinten, na, der ist ein bisschen länger. Ich glaube, da mache ich mal zwei Mini-Glue-Dots drauf. Die passen da, müssen da eigentlich auch richtig gut drauf passen. Jawohl. In die Spitze passt der. Ich muss mal gucken, ob der andere passt, sonst klappe ich den ein bisschen. Der passt auch hervorragend, wenn man ihn ein kleines bisschen zieht. So, den kann ich hier, ups, so schief sollte der nicht. Den kann ich hier jetzt so ein kleines bisschen schief ransetzen. Und was mir jetzt noch fehlt, ist unten der Spruch Chill mal wieder. Das habe ich hier. Wo habe ich meinen Spruch? Und mein Stempelkissen in Babyblau. Umdrehen. Die Maße, die ihr auf meiner Homepage findet, sind sehr eng bemessen. Das heißt, ihr müsst beim Stempeln gut hingucken. Ich ziehe mir das jetzt mal ran, damit ich das auch gut sehen kann. Der passt da rein, aber der passt da auch genau rein. Ja? Hätte ein Tickchen weiter nach rechts gekonnt, aber wer kümmert sich um 2 mm? Na, komm her.
So, auch da kommen hinten zwei Dimensionals drauf. Selbst die großen, das passt immer noch. Deswegen mache ich die Sprüche meist auch ein Achtel größer, damit meine Dimensionals da reinpassen. Nochmal hinten drauf geknickt. Und auch hier gucke ich wieder, dass der Abstand an der Seite und nach unten ungefähr gleich ist nach Augenmaß. Sieht gut aus. Fertig ist die Karte. Das war doch mal ein super schnelles Projekt. Ich liebe diese Walrösser. Die sind einfach nur Zucker und ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht durch meine Inspiration werdet ihr ganz tolle andere Sachen mit diesem Stempelset machen können. Übrigens, das Stempelset zusammen mit ein paar Materialien bietet sich extrem an, die Bonustage im Juli, die jetzt noch eine Woche laufen, mitzunehmen. Falls ihr da noch keine Informationen zu habt und noch nie von Bonustagen gehört habt, geht doch mal bitte hier oben auf meine Infokarte. Da kommt ihr auf meine Homepage direkt zum Thema Bonustage und da erkläre ich einmal, wie das funktioniert. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Karte. Anderes Format, quadratisches Format, immer mal was Neues. Ich finde es total super und morgen kommt die letzte Karte aus dem Dreier-Kombo und das ist dann eine komplette große Karte. Und da mache ich, das mache ich noch etwas anders, wie ich es ursprünglich vorgestellt habe. Da mache ich die sogenannte Eye-Catching-Technik. Das sieht dann im Prinzip sehr, sehr ähnlich aus, aber es ist noch ein bisschen anders. Okay, meine Lieben, ganz viel Spaß und hoffentlich bis morgen. Bis dann. Ciao, ciao.